Hallo und willkommen zurück zu Lamplighters League und wir sind hier bei dem Nicastro heißt und ich hatte hier schon einmal reingeguckt und I got a bad feeling about this place. Dabei war es so, dass diese Viecher mich überhaupt nicht angegriffen haben. Jetzt kann es sein, dass das ein Fehler war oder dass die, weil ich ja vorher schon was gefunden habe, dass die jetzt nichts mehr gegen mich haben. Ja, das habe ich jetzt kaputt geschossen und die sehen mich zwar. The devils are still. Okay. Also, da steht halt, das ist halt dann kein Fehler, sondern, die sind jetzt befriedet. Diese Korallen wachsen nicht auf den Docks, sie scheinen eher aus ihrem Inneren zu sprießen. Okay. Dann machen wir jetzt mal den anderen Kram noch kaputt. Aber das hier, der hat jetzt da nicht mehr drauf geschossen. Aber da kommen auch irgendwelche Fehler. Come on, y'all. Naja, okay. Ja, das eine, das ist irgendein Animationsfehler jetzt. Naja, wie dem auch sei, da haben wir. Plupp, kam noch ein Schuss geflogen. Eine Kalksteinplatte, dessen Flachrelief ausgearbeitete organische Formen zeigt. Diese Eisblöcke sind noch gefroren, aber schon aufgetaut. Schlabber, schlabber, schlabber. Ja. So. Where nectar comes from. It's the blood of that. Dang. No construction tools? No nectar. Der Geruch, der von dem Ding unter dem Pumpenhaus ausgeht, ist schlicht unbeschreiblich. Aber noch schlimmer ist die böse Ahnung, dass sein riesiges, trübes Auge noch immer blinzelt oder seine vielen Arme noch immer auf der Suche nach Fleisch sind. Gut. Gute Nacht, Geschichten 3. Die Gabe sprach ein weiteres Mal zu uns, doch dieses Mal nur durch Visionen. Sie kamen in donnernden Farben und gleißenden Ausbrüchen von Gesang. Sie kamen als eine Flut der Freude. Ein blutrotes Meer stieg in den Himmel, wirbelte in die Nacht. In unserem Gedanken sahen wir Wesen, zu prachtvoll für jede Beschreibung, die vor dem gefräßigen Salz niederknieten. Und so machten wir uns... machten wir aus seinem Nektar Wein, den anderen trinken konnten, und wir reichten ihn weiter über die Priesterschaft. Und genährt von unserem Gebet herrschte der verschlingende König über die 40 und einen, denen er ist der Größte unter ihnen. Okay. Fiolenröhren, Zahnräder und Ventile vereinen sich zu einem komplizierten Mechanismus, der vom Ding unter dem Pumpenhaus zu den vielen Apparaturen des Gebäudes führt. In den Öffnungen der Maschine steht geschrieben, Extraktionswerkzeuge hier einführen. Mhm. Okay, da ist nichts weiter. Dann laufen wir mal zu den Extraktionswerkzeugen. Da haben wir noch Elan. Da kann man nicht rein. Da ist noch ein Haus. This ought to come in handy. Na, okay, da haben wir noch mal einen Gegner.
Also der Schlabbertyp, der sollte dann nichts tun. Ein Gegner. Das war wieder ein Animationsfehler irgendwie. Poison within, poison without. Okay. Aber das ist irgendwie auch schlecht umgesetzt. Also das ist irgendwie, also mit dem Animationsfehler mit dem Schießen, dann der ist jetzt so rot, dass der uns eigentlich entdeckt hat und... Aber das Spiel will irgendwie nicht so ganz... Oh, da ist auch noch eine Tür. Hurry now. Da haben wir nochmal Elan. Aber hier ist ansonsten nichts. Plüm. Da haben wir irgendwas an Quests erfüllt, was wir schon erfüllt hatten. Das ist auch irgendwie falsch gewesen. Come to the ship. The tools we need are aboard. Laudanum Prophet. Betrachtungen zu Rana Nicastros die Zweite. Heute Nacht habe ich die verhasste Beute gejagt. Einen schwachen kleinen Mann mit einem Kartendeck. Das Werkzeug einer traurigen, einsamen Kerze, die schon vor langer Zeit hätte erlöschen sollen. Ich habe mein Opfer durch die Straßen von Marcel verfolgt. Es war köstlich und dekadent und richtig. Die Jagd war träge. Der Überbringer war in seinem Schrecken ungeschickt. Er humpelte wie ein verletztes Lamm. Mein Kopf war trunken von rohem Nektar, der Gabe meines verschlingenden Königs. Ich fühlte, wie sich die Luft auf meiner Haut verflüssigte und ich glitt durch sie mit der Anmut einer Jägerin. Schon bald war die Jagd beendet und ich stieß meine Klinge durch die Rippen des Überbringers. Dunkles Blut floss und wirbelte, verzerrte sich, um einen klaren Himmel zu begrüßen. Ja, es war Mord und ja, zu einem Zweck, denn ein Schauspiel für die verborgene Hand. Doch es war auch ein Tanz, ein Sonett, ein Ritual, eine Hymne an meinen verschlingenden König. So, und da haben wir Fischgesichter. Und da müssen wir aber nochmal kämpfen. Dann übernehmen wir den da. Still your mind. Let me in. Gegner alarmiert. Die dürfen sich jetzt gegenseitig zerfleischen. Den hier werden wir dann eventuell einsammeln. Dem packen wir jetzt einen Fluch drauf. Dread. Der hat aber auch sehr wenig Hitpoints. Also ich weiß nicht, ob das da so funktioniert. Na, sieht aber... Ah, das geht. Didn't have to go this way. Good man. Ja, der ist schon in Panik. Dann werfen wir den Dolch gerade auf den. Ach, shit. Ich dachte, die hätte noch einen Punkt gehabt. Okay. Dann halt nicht. Feuerschutz, falls jemand in unsere Richtung kommen sollte. Den lassen wir aber jetzt mal am Leben. Den will ich nämlich danach einsammeln. Jawohl.
Und damit ist er auch im Eimer. Ja, obwohl er in Panik ist. Also der hat weiter angreifen können. Das ist aber eigentlich sogar gut, weil... Damit hat der jetzt Zorn. Wobei das jetzt auch keinen Unterschied macht eigentlich, aber... Okay. Gehen wir noch eins näher ran. Das ist auch, glaube ich, egal. Aber der kann nur einen damit treffen. Das ist ja blöd. Okay. Dann machen wir das anders. Oder fangen wir hier jetzt erstmal an. Den müssen wir da einsammeln. Machen wir erstmal das hier voll. Wow, okay. Come with me. I am ready. Ja, da geht noch mehr. The dust of the coin. Ja. Das war sehr schön, dass wir so viel Glück haben, aber das zieht sich damit natürlich auch etwas hin. I will face my fate. Oh. So. Dann einsammeln. One of us had to die for our chosen cause. One day it will be me. Okay. Dann. Die kann auch den direkt angreifen. Ja, die kriegt dann Schaden, aber das kann eigentlich auch egal sein. You edge closer to the great adventure. Okay, gucken wir mal. Mhm. Der kann noch mal. Buffalo Bill, eat your heart out. Okay. Er hat sich da etwas am Fahrzeug verhangen, eingeklemmt. Dann das reicht. Also passt das, wenn wir den hiermit vorbereiten. Wenn sie denn trifft, dann plötzlich. Okay. Ja, dann greifen wir den da jetzt auch an. So, dann übernehmen wir mal den. Den da oben, den können wir jetzt natürlich nicht erreichen. Expect this to end well. Ja, Aktionspunkte wieder gesammelt. Dann machen wir noch den. Pathetic. Der könnte jetzt noch einen tot prügeln. Ja, der Sniper da oben, der ist halt. Ja, komm. Ja. Ja, gegen den Sniper da oben können wir jetzt wenig machen.
through my eye, through my mind. Another one falls. Boah. Der ist natürlich da jetzt auch eigentlich so ein bisschen, ne? Ist eigentlich ein bisschen unnütz. No. Mhm. Gut, dann wird der aber jetzt wahrscheinlich vom Sniper umgeschossen. Oder auch nicht. Nehmen wir uns den vor. Die kann sonst nichts machen. Ja. Da haben wir nur einen Angriff. Also eine Kugel, meine ich. So. Der muss auch nachladen. Da kommen auf jeden Fall Gegner her. Machen wir das so. Clear shot. Ja, den können wir. Wenn wir einen Aktionspunkt bekommen, ja, dann hätten wir eventuell eine Chance. Ja, machen wir erstmal den. Okay, und wenn er wegläuft, dann kriegt er noch eine rein und dann passt das. Too slow. Ja. The transmit. My technology. No, okay. Da war das zwischendurch weg. Den müssten wir aber entweder erledigen oder. Aber ne, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Besser wäre, wenn wir den. Wenn wir den abstressen könnten. Aber das wird ein bisschen knapp, fürchte ich. Das wird nicht funktionieren. Von da aus können wir drauf schießen. Das sind aber auch nur zwei Punkte. Wir machen, wir probieren das mal. Dann müsste die aber wahrscheinlich auch noch Punkte sammeln. Oder die macht den gleich mit einem Dolchwurf kaputt. So, Markierung. Da haben wir jetzt nochmal einen Angriff. You see why they fear the name of Ofchimorda. Mhm. Moment, mach mal den auch noch an. Reversing Polarity. Okay, also da ist schon wenig von dem übrig. Der ist dann auch im Eimer. Aber wir kriegen halt leider die I am the dagger. Den Cooldown nicht zurückgesetzt. Also dieses, ne? Wo wir nur die Charges hatten, meine ich. So. Granate. Da waren wir ja schon. Das
Das sind nur dreimal. Ah, nee, da oben ist was. And what do we have here? Du? Gucken wir uns hier noch um. Da ist Heilgedöns. Arztkoffer. Ich meine, wir könnten das jetzt hier heilen. Aber sowieso immer. This is nothing. Okay. Die Farbe des Dampfernamens blättert bereits ab. Die Laudanum Prophet. Das rhythmische Geräusch der gegen den Rumpf schlagenden Wellen ist so einschläfernd wie der Schiffsname selbst. Es flüstert von einem Rausch, der für den Tag zu düster klingt. Und auch auf der anderen Seite. Hm? Wait here. Na, alle mitkommen. I will take this. Eine Einführung. Der pelagische Schlund. Unser verschlingender König gebietet über zahllose Herolde, Gefolgen und Boten. Dieser Band sollte als Odern unseren Herrn des Abgrunds dienen und als Bestiarium seiner Schöpfung. Indem ich die verehrtesten Kreaturen des Schlunds festschreibe, werde ich Milos Nicastro mein gesammeltes Wissen an die Kinder von Sabazut weitergeben. Über den elenden Schwarm. Für jeden erhabenen Gefolgsmann gibt es einen Schwarm namenloser Diener. Die Ozeane sind erfüllt mit Wesen, die zum Behagen unseres Herrn existieren. Blasse und aufgedunsene leibeigenen Wesen, die wie auf angeschwollenes Plankton schwimmen. Nutztierwesen, die vor Angst vor der schrecklichen Umarmung des Mauls wimmern. Diese elenden Scheusale erfüllen die Hallen von Elatmus, angezogen vom Band der Konvergenz aus tausend überirdischen Meeren. Es wäre vergebliche Mühe, über solch mindere Wesen zu berichten. Lasset uns nicht den elenden Schwarm beachten, auf das nicht unsere eigene Rolle vermindert wird. Lasset uns stattdessen die erhabenen Diener unseres mächtigen verschlingenden Königs betrachten. Got the tools. Surprise, Lamplighters. There's Nicastro again. Na, da ist sie wieder. Zum Greifen, Punktieren und Extrahieren. Ihre nassen, chromüberzogenen Oberflächen funkeln im Licht. Come out! Come, fight me! Ja. Da unten ist sie. Ja, dann, ne? Dann komm mal her. Fluch. Torment awaits you. Na, schon clever hinter Deckung gegangen. Okay. Feuerschutz. I have it covered. You're skilled. Good. Ja. Crescendo. Na, ist jetzt nicht vom Woody aus da schießen können. Und da. Aber ist natürlich das Ding vor. Ach so, und 0%. Ja. Naja. Dann machen wir einfach mal nix, würde ich sagen. Ja, Phase beenden. Ich weiß nicht, ob jetzt
Ja, das, der Debuff, der bleibt, also der Buff, der bleibt an. Oh, aua. Fight back. Mission ain't worth dying for. War jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel Schaden. Okay. You are a child floundering in the dark. Mhm. I will get it done. Show him what for. Ja. Die lebt dann aber immer noch. Exquisite. No stranger to pain. Ja, also. Taste my blade. Da ist er auch schon wieder kaputt. Don't hurry back now, you hear? Ja. Follow me. Ah, da haben wir noch was. Von diesem Eisblock geht trotz der kühlen Meeresbrise eine ungewöhnlich starke Kälte aus. Kälter sind nur die wellenförmigen Pupillen der Kreatur, die in ihm eingefroren wurde. Okay. Extrahiere den Abyssus-Nektar. Dann wieder zurück zu dem Nektar. Ach, da haben wir auch noch was. Wasser tropft mit einem hypnotischen Drip, Drip, Drip vom Anker herab. Neben ihm steht der bereits abblätternde Name des Schiffs, die Laudanum Prophet. Ach so, kann man immer wieder gucken. Ja. Mhm. Zur anderen Seite. Ja, eine dunkle glänzende Flüssigkeit tropft aus dem Hahn der Apparatur und erfüllt die Luft mit einem Gestank nach fauligem Seegras. Das ist Deko, ja. Da sind halt überall noch Sachen. Die Gegenstände, die benutze ich halt kaum, weil es auch einfach nicht nötig ist. Schlabber, schlabber. Ah, da können wir aber... Ich glaube, da hatte ich nichts mehr auf Vorrat. Dann sammeln wir den Elan ein. Da haben wir nochmal Elan. So. Okay. Hier werde ich mal kurz einen Spielstand anlegen. Kleinen Moment. So. So. Und damit Nektar extrahieren. It is done. Now let us depart. The price of your sacrilege. Death. Naja, und jetzt werden halt auch diese Dinger benutzt. Oh, und die kommt. Kommt jetzt erst auf uns zugelaufen. Okay. Dann machen wir erstmal wieder das Ausweichen weg. Jawohl. Na, wir hätten eventuell als erstes den Fluch direkt machen sollen. Mach mal den jetzt. So. Dann den Volltreffer. Right on the money. Da müssen wir mal gucken, was sich da am ehesten ergibt. Charging. Ob die einfach wieder stirbt oder ob wir
die mit dem Stress platt machen. Take this. Keep them on the back foot. Aber jedes bisschen zusätzliches Stress führt natürlich dazu, dass der Dolch auch mehr Schaden macht. I'll make this quick. So, das ist die letzte. Okay. Dann werfen wir den schon mal. Und damit ist sie auch direkt im Eimer. Okay. We will fight again. Der Hammerkampf. Okay. Die Soldaten müssten auch erstmal rankommen. Ich werde jetzt da auch noch keine Punkte ansammeln oder so. Wir warten jetzt erstmal, bis die rankommen. I am your shadow. Okay, der kam zwar ran, hat aber nicht angegriffen. Ein bisschen seltsam. Okay. So, dann. Da kriegen wir die beiden. Würde ich sagen, machen wir das. Okay. Bin mir nicht sicher, ob die unterbrochen wird oder so, ne? Wir könnten, wenn da jemand dran vorbeiläuft, kriegen die eben Schaden. Deshalb greifen wir den an. Ah ja, genau, der wird angegriffen damit. Der zweite Schuss wird nicht mehr dargestellt. Okay. Kommt das mit jedem Angriff? Aber der keilt so viel gar nicht aus. Okay, die wird erstmal ein paar mehr Aktionspunkte ansammeln und damit natürlich Stress. Come with me. I am ready. Let the cards fall as they may. Das ist schon ein bisschen sehr knapp, okay. Greifen den mal weiter an. Naja, das Problem ist, dass wir hier mit dem Tod prügeln und so weiter nicht ganz so viel machen. Nochmal den. Ja. Ich kann den abmessern. Er hätte ich andersrum machen sollen. Hat aber trotzdem gereicht. So. Den müssen wir jetzt übernehmen. Release your will. Now it is mine. Now what the hell was that? Und dann gehen wir hier aber mit dem nach hinten. Wenn die nämlich so einen seltsamen Rundumschlag machen, dass die alles in der Nähe hinlaufen und angreifen, dann wird das wahrscheinlich wieder ein bisschen unangenehm. Naja. Ich hoffe mal, dass das so passt, dass sie die nicht angreifen. Falling above expectations. Die hat Stress bekommen. Okay.
Okay. Wir sollten uns da noch wen holen. Dazu müssen wir aber dann das halt direkt hier holen. So. Und dann nehmen wir uns den hinteren. Let your mind go blank. Listen only to me. So. Wieso kann ich denn den überhaupt angreifen? Das ist doch eine Wand zwischen. Ist auch 0%. Naja. Well done. Miscalculated. I see. Da machen wir jetzt nicht so viel. Der kann auch nur nachladen. Naja. Feuerschutz macht da jetzt auch keinen Sinn. Damit töten wir nur den Typen. Wobei, doch, machen wir. Weil den verlieren wir sowieso nächste Runde. Okay, Matsch. Ja, der kommt natürlich immer weiter auf uns zu, jedes Mal, wenn wir den angreifen. Dafür ist er aber jetzt schon in eine gute Position gelaufen. More deaths now. Theirs or ours. Okay. So, also der gehört nicht mehr uns, der hintere schon. Oder gehören die beide noch uns? Gehören beide noch uns? Ne, ich glaube, der ist bloß in Panik, genau. Also den könnten wir jetzt einsammeln. Machen wir auch. Dann machen wir hier mal gerade, dass wir noch einmal mehr Stress bekommen. Oder zweimal mehr Stress. Naja, okay. Wir könnten auch den gerade noch verfluchen. Dann messen wir den gerade ab. The training pays off. Jawohl. Und wenn wir jetzt den angreifen, ach, der kann jetzt sein, dass der die umwirft. Naja, der explodiert halt. Naja, machen wir aber. Jawohl. Okay, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Dann sammeln wir gerade noch. Ich würde ganz gerne. Ja. So. Den übernehmen wir auch noch. Dann setzen wir. Bringen wir den um. Und laufen dann
hier raus. So. Ja, mehr brauchen wir auch gar nicht machen. Stand back. So, Pause beenden. Running away. Okay. Oh, meine aber auch weggepusht. Ja, auch Stress verursacht. Die Reichweite ist schon ziemlich übel. Von dem Stressgedöns. Okay, der gehört nicht mehr uns. Da ging einer daneben. Give my regards to the fairy. So. Ja. Blitzt. Nachladen. Blump. Nachladen. Und dann könnten wir hier noch den Dolch werfen. Ja. Mhm. Ja. No. No. Alter Falter. More goons on their way. Ja, das ist schon brutal. Oh, die sind jetzt alle ein bisschen im Eimer. Wer kann denn hier heilen? Die kann beispielsweise heilen. Das brauchen wir jetzt auch. Aber erstmal müssen wir den exterminieren. Dann würde die aber angegriffen werden. Das werden wir aber auch nicht umgehen können. Naja. Die wird dann auf jeden Fall angegriffen. Das ist dann halt so. Naja, okay, doch nicht. So, dann müssen wir hier den Eddie fix retten. Jawohl. Und das war's dann auch. Da hinten kommen noch vier. Ja, das Gift müsste automatisch weggehen. Ja. Feuerschutz. On it. Die wollen gar nicht rankommen. Die ist halt ein bisschen kaputt. Moment. So, da musste ich mal ein wenig husten. so. Also, wir machen Feuerschutz. Wir müssen die Gegner irgendwie an uns ranpullen, aber das machen wir wahrscheinlich besser hiermit irgendwie. Der hat noch volle Hitpoints und Stress-Dingens. So.
Vorsichtig, Schritt um Schritt. Und Phase beenden. Okay, wunderbar. Ja. Und ich glaube, damit hat die den Threshold erreicht mit dem Stress. Und dann müsste man das Ganze wieder neu machen. Ne, Moment, da haben wir noch einen. Okay. Glück gehabt. Ja, aber die ist da wirklich am Limit. I am back. Dann auf die Beine helfen, dem auch noch. Das kann die aber auch machen. Wir müssen jetzt mal den... Können wir verfluchen? Den könnten wir aber auch einfach übernehmen und für uns kämpfen lassen. Ja, das ist doch schöner. Und dann heben wir den auf. You have a task to finish yet. Thanks. So, und da hinten haben wir halt noch einen Sniper. Naja. Die lassen wir da erstmal werkeln, sag ich mal. So, nachladen. Und die stelle ich mal ganz weit weg. Die darf nicht mehr irgendwas abbekommen. Feuerschutz. Spotted! Na super. Ja. Naja, okay. Der kriegt's. Oh, der hat's wieder. Er hängt da mit dem Bein fest. Okay. Aber der Sniper ist natürlich nicht so gut. Wir gehen mal nach da vorne. Da steht zwar, ich könnte schießen. Das würde aber nicht klappen da. Gehen wir da hin. Die wartet hier. Und dann gehen wir da hin. So. I am too old for this. Ja, so. Aber jetzt können wir da raus und die abräumen. Das am besten. Wir können nirgendwo zwei gleichzeitig treffen, glaube ich. Vielleicht hier. Ich glaube aber nicht. Doch. Damit bekommen wir Aktionspunkte, oder? Ja. Und dann machen wir das nochmal. Jawohl. Und einmal Totvogeln. Dadurch, dass er sich dabei halt selber immer heilt, ist das mit den, dass das Lebenspunkte kostet, auch ziemlich egal. Da können wir den garantiert umschießen. Mhm. Und
Ja, da ist auch nicht mehr viel von übrig. So. Der würde das überleben. Okay, mehr können wir uns nicht erlauben. Ich werde ran. Ah. Das ist jetzt blöd. Okay, dann machen wir doch. Setzen wir die doch nach vorne. Das sollte, denke ich, funktionieren. So. Ja, wunderbar. Und dann machen wir das aber als Nahkampf. Genau. If I must build peace on a foundation of blood and bone, so be it. Mhm. We go. Und damit hätten wir auch alles erledigt. Flee. Wer fehlt denn jetzt hier? Der. Naja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier nicht noch irgendwo einen, diese Karte einsammeln können. Ich meine, ich hätte eine eingesammelt. A concoction of saltpeter and brimstone. Da hätten wir noch einen Slot frei. Ich glaube, ich habe eins eingesammelt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, es ist auch kein Drama, wenn wir das da mal auslassen würden. Ich sag mal, den Großteil der Karten verschrottet man ja dann doch. Wir könnten natürlich auch noch das nutzen, um also die Tinte nutzen, um die Karten auszubauen. Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, weil eigentlich ist es ja besser, die Karten mit einer weiteren Karte zu upgraden. Also umso später man das macht, umso effizienter ist es, dieses Upgrade durchzuführen. Aber natürlich hat man dann am wenigsten davon. No one look back, or I will leave you here to drown with the rest. Third has done. Locke will have everything he needs to build his device. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den Schlüsselstein. Das Pumpenhaus, jetzt verstehe ich den Namen. Die Agenten überwanden Sorana Nicastro, ihre monströse Horde und sogar das Antlitz ihres todträumenden Gottes, um den Abyss Nektar in Reinform zu extrahieren. Und was ist der Nektar? Weder Trauben noch Getreide noch Honig. Blut des verschlingenden Königs. Welchen Preis meine Agenten zahlen werden, vielleicht heute Nacht, vielleicht in Jahren, in ihren Gedanken, in ihren Träumen, in den tiefsten Winkeln ihres Geistes, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ihnen zu Dank verpflichtet bin. Mal gucken, ob wir da jetzt eine Sequenz noch bekommen. Complete the Nicastro heißt. Ja. So, Salamander kann ich mich jetzt nicht erinnern. Diva Fabulous, achso, das war Quatsch. Okay, Orkan. Wird der Agent inspiriert? Erhält er 2 Runden lang plus 2 Geschwindigkeit? Haben seine Angriffe eine Chance von 10%? Ich meine, wenn, dann wäre das da noch interessant. Mittlere Reichweite verursacht 75% mehr Schaden gegen Gegner mit Markierung. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Das wäre wahrscheinlich für ihn sinnvoll. Das ist in der Markierung eigentlich nicht, aber...
Und der schießt, hat eigentlich immer mit seiner Schrotflinte auch Möglichkeiten. Also so wirklich sinnvoll sind die alle nicht. Wieder mal. Ja. Ich habe halt immer noch den dritten Slot nicht freigeschaltet. Ich kriege halt dieses, jetzt haben wir Wu. Ne, Wu war das andere. Wir bräuchten K. Da haben wir aber was von gefunden. Königliches Äther, meine ich. So, jetzt werden wir natürlich da auf 2 über 2 drüber kommen. Q-Finale abgeschlossen. Abyssus Nektar ist das höchste Sakrament von Haus Nicastro und die Quelle der Macht seiner Nachfahren. Aber wenn ich die von meinen Agenten gestohlene Probe in das atropische Gerät einbaue und es in den leuchtenden Sturm an der Turmspitze gebracht wird, wird aller Nektar zu simplen, fauligen Blut reduziert. Hm. We have House Nicastro's Nectar. The blood of their dead god is in our hands. Interesting. We'll have to move fast. Ja, Ponyma Rana. Können wir jetzt noch einen Charakter dazu holen? Aber, A promising lead. Dann Sophia Rodriguez. Brauchen tun wir die halt nicht. Und zeitlich ist das jetzt hier, wenn man das, ohne dass das jemals irgendwas erreicht, wenn wir das so schaffen wollen, dann würde das dann natürlich auch nicht mehr klappen. Mateau Industries weitet die Kontrolle über die globale Marktwirtschaft weiter aus. Konkurrenten werden aus dem Geschäft gedrängt und jedes Produkt, jede Technologie in Reichweite monopolisiert. Zeitgleich schlägt die Geisterhysterie, die den gesamten Globus erfasst hat, in ungezügelte Panik um. Schatten verfügen über plus 3 Geschwindigkeit. Stromeskalationspunkt. Langsam und schleichend beginnt Lord Stroms Einfluss sich auszubreiten. Straßengangs wie Milizen nehmen sich Stroms Botschaft zu Herzen und bewundern ihn für seine Stärke. Stroms Obelisken pulsieren mit dem Fluch des roten Schwefels. Mit jedem neuen Anhänger wächst die Kraft. Werden alle Geißeln durch Schnitter ersetzt. A new day has dawned. By right of conquest, I, Wolfenstrom, declare myself Emperor of this fallen world. Let our enemies kneel before us, their spirits crushed, their necks extended to be trampled forever by superior men. The old ways are gone now. I consign them to dust. Let the age of Strom begin. Schlecht übersetzt, ne? Also, am Beginne, da hat man gesehen, dass die einzelne übersetzt wurde. Ja. Okay. Fortfahren. Congratulations are in order. We now have a sample of Nectar, the sacramental wine from which Zorana Nicastro derives her powers. Just hope it's enough to stop a zealot with a god on her side. God, that. Feathers saw nothing but a big dead fish. Perhaps the thing you saw was a primordial god, as the Nicastros believe. Or perhaps the devouring king is something even stranger. Either way, it's dead. We need only ensure it stays that way. Celebrate, lamplighters. Tonight, I add the final catalyst to the atropic device, and when I do, we will hold the means to sever Nicastro, Strum, and Marteau from the bright storm. Forever. Hm? Meanwhile, we still need a way into the tower. 4 keystones, no less. That dream you had. I had it too. A vision of Wolfram Strum, of what he'll do to the world when he reaches the tower. I do not want visions. I do not need them. I'm here to do a job, that's all. A vision of doom. Much like the one that haunted my mistress. I can't let that happen. I won't. You know, I always had a vague idea of what he wanted, but seeing it, even as a dream, I wasn't prepared. Looked like the recruitment posters in the war come to life.
Red. Everything red. Fire. Blood. Sharp and glowing crystals. Red skies, burning cities, and the rest of my life spent under a man's thumb. Better keep Strum out of that tower, then. Don't worry. We will. Ja, Eskalation erreicht. Mit den Regionen weiß ich nicht. Immer noch keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll. You have the smell of death about you. So do you. Nocturne lived in the land of the dead. Ja, Valchimar defilled it. Sehr gut. You have a question for me, Miss Erickson. I can tell. I suppose I do. But it's not about my future. That'll be a nice change of pace. Fate. Is it real? Are certain people doomed to never escape it? Why don't you ask me the question you really want to ask? Everyone I have ever loved has died. Am I cursed? Yes, you are. It's called being alive. Na gut. Okay, dann... Wir haben ein bisschen Kay und wir haben ein bisschen Wu. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Okay, das passt. Also... wir können jetzt... Also wir brauchen uns... da jetzt nicht drum zu kümmern, dass das nicht erreicht wird, sondern wir könnten direkt diesen Schlüsselstein uns holen und hätten dann auch alles erledigt. Und dann müsste man dann natürlich schauen, wie das hiermit aussieht. Werden wir hier erstmal schon mal zuweisen wieder. Und zuweisen. Also werden wir beim nächsten Mal den Schlüsselstein holen und dann müssen wir wieder schauen, wie das mit Mato ist, weil dann kann es sein, dass wir da doch was zurücksetzen müssen. Aber hier haben wir jetzt auch gar keine Rücksetzpunkte. Das ist ein bisschen seltsam. Ich dachte eigentlich, dass die anderen beiden Missionen, die da übrig geblieben sind, dass man das damit machen könnte, aber nö. Okay, wir haben jedenfalls genug Punkte, um den... jetzt hier noch so weit zu bringen, dass wir die Waffen... Nee, das reicht auch noch nicht. Es kostet nochmal 12, da fehlen noch 3. Okay, aber wir können hier auf den Verbündeten... Da könnten wir jetzt 2 Sachen mit kaufen. Let's make something spectacular, my friend. Ja, also am sinnvollsten wäre das halt mit dieser... dass wir den Stressschaden um 1 reduzieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das bei war. Einen kritischen Treffer, das ist Quatsch. Nö. Für jeden verursachten Crit, nö. Nö. Erhöht maximale Lebenspunkte des Agenten um 50. Kann einmal pro Mission alle Teammitglieder. Nö. Agent erhält plus 1 AP, wenn er einen Heilgegenstand. Nö. Nachladen, Ausweichfähigkeiten entfernen. Das ist, glaube ich, alles Unsinn, was die hat. Okay, nächster. Nahkampffähigkeiten gewähren mit einer Chance von 10% eine Aktion zu nehmen. Das ist ein Passiv, das kann man mitnehmen, aber... Nahkampffähigkeiten gewähren mit einer Chance von 25% plus 1 AP. Das ist aber ein Gegenstand, den ich nicht benutzen wollen würde, wahrscheinlich. Vitalitätsausrüstung 2 und macht Rüstungen und Waffen aus der Stufe 3 beim Händler verfügbar. Ja, das war das, was ich eigentlich zuletzt gekauft hatte, aber... Granatenfähigkeiten erstatten 1 AP zurück. Waffenschaden, Rüstung zerreißen, bla bla. Ja, da wäre auch nochmal Rüstung. Nachladefähigkeiten gewähren dem Agenten beim nächsten. Ne. Nachladen gewähren 30% an AP. You wish to guide the hand of fate? Ah ja, hier. Verringert erlittenen Stress um 1. Das ist, glaube ich, für unsere Hauptfähigkeit super. Naja, das macht den größten Unterschied aus. Es ist zwar langfristig, also mit, wenn man sich die ganzen anderen Sachen anguckt, gibt es da Besseres. Wie hier beispielsweise eine zusätzliche Karte. Aber das hier würde uns für den einzelnen Einsatz
deutlich am meisten bringen. Daher nehmen wir das jetzt auch. Jetzt kriegt die das. Jetzt würde die statt 3 Stress immer nur 2 Stress aufbauen. Und damit können wir das Ganze halt deutlich länger oder weiter treiben. Ja. Das war's dann hier auch. Und mit dem Wu können wir jetzt natürlich erstmal nichts anfangen. Die anderen Charaktere sind alle fertig ausgebaut. So fast. Jo. Also, beim nächsten Mal greifen wir uns dann noch den letzten Schlüsselstein und dann werden wir wohl, weiß nicht, ob es noch eine Endmission geben wird, da gehe ich mal von aus. Also, falls das dann das Ende ist, kann natürlich sein, dass dann noch eine Questkette kommt oder sowas. Aber, ja, und dann müssen wir mal schauen. Wenn das nämlich noch nicht die letzte Mission sein sollte, dann könnte das ja ein bisschen kritisch werden. Ist natürlich dann, na, müssen wir beim nächsten Mal gucken. Vielleicht steht das dann schon irgendwie da. Mal gucken. Also, neue Folgen immer wochentags, solange wie wir denn hier noch dran sind. Aber auch gerne den Kanal abonnieren, auch um die anderen Let's Plays nicht zu verpassen. Es kommen ja noch andere Spiele jetzt wieder. King Arthur und Legends of Emberland 2 kommt bald raus. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich danke jedenfalls fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.